Manchmal sieht das Leben so aus, als ob alles nur noch schlimmer wird. Du wirst von einer Krankheit nach der anderen befallen. Du verlierst einen wichtigen Menschen. Dein Chef möchte dich kündigen. Du weißt einfach nicht mehr weiter und fragst dich, warum das Ganze? Das Leben bricht vor deinen Augen zusammen. Doch am Ende des Tunnels gibt es immer Licht. Ich meine, ein wenig Hoffnung. Doch für dich scheinen die Ereignisse so, als ob du nie wieder Licht sehen wirst. Zumindest auf den ersten Blick. Doch liebe Geschwister, die Wahrheit ist, in unserem Leben gibt es immer Licht. Wir müssen nur wissen, wo wir es suchen sollten. Zu glauben, dass es keine Hoffnung gibt, ist am weitesten von der Wahrheit entfernt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit so vielen verschiedenen Dingen gesegnet, die uns erkennen lassen, wie viel Licht er uns doch eigentlich gab. Wenn im Leben alles glatt läuft, sehen wir nur das Gute. Doch wenn wir geprüft werden, neigen wir dazu, das Schlechte zu sehen. Und das gibt uns das Gefühl der Hilflosigkeit und Verzweiflung. Doch lasst uns doch über die einfachen Dinge im Leben reflektieren, die für uns selbstverständlich sind. An vielen Orten der Erde haben die Menschen nicht die Bequemlichkeit, ihre Wasserhähne zu drehen und an kalten Tagen warmes Wasser zu bekommen. Vielleicht sollten wir einen Selbsttest durchführen, um bewusster durch das Leben zu gehen. Warte auf einen kalten Tag, schalte die Heizung aus und gehe kalt duschen. Stell dir nun vor, dass du das jeden Tag tun musst und du keine andere Wahl hast. Stell dir vor, du musst jeden Morgen zum Fajr-Gebet mit eiskaltem Wasser deine Gebetswaschung vollziehen oder aus einem See Wasser holen, um es zu kochen. Unser Küchenherd lässt sich per Knopfdruck oder einen Drehschalter betätigen. Stell dir vor, du hast deinen Herd nicht in der Küche. Du kannst dein Essen nicht mehr mühelos kochen. Du musst täglich nach draußen gehen, Holz sammeln und Feuer machen, um dich und deine Familie zu ernähren. Und jetzt frage ich dich, möchtest du tauschen? Könntest du dir diesen Umstand vorstellen? Wie oft sind wir in uns gegangen und haben Allah subhanahu wa ta'ala für unsere Herdplatte und etwas Simples wie Drehknöpfe gedankt? Nimm dir jetzt die Zeit und denke für einen Moment über deine Nase nach. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie sich das Leben anfühlen würde, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht mit einer Nase gesegnet hätte? Wir könnten kein Essen genießen. Wir könnten den Geruch der leckeren Kekse im Ofen oder den Geruch von süßem Parfüm nicht genießen. Oder wir wären nicht in der Lage, den Geruch von etwas Üblen zu riechen, der uns vor Gefahren warnt. Liebe Geschwister, dies sind nur einige wenige Beispiele der Lichter, die Allah subhanahu wa ta'ala uns geschenkt hat. Und wir glauben, dass alles schief läuft. Aber was wirklich schief läuft, ist unsere mangelnde Wahrnehmung all der Dinge, die richtig laufen. Wir halten das Leben oft für selbstverständlich. Wir betrachten die Gaben Allahs als ein Recht und nicht als ein Privileg. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aus einem bestimmten Grund mit jeder Sekunde dieses Tages gesegnet. Nur mit seiner Barmherzigkeit leben wir eine zusätzliche Sekunde oder einen zusätzlichen Tag. Nur mit seiner Erlaubnis haben wir warmes Wasser und immer etwas zu essen. Wenn du dich das nächste Mal in einem dunklen Loch gefangen fühlst und kein Licht siehst, dann warte nicht auf das Licht am Ende des Tunnels. Schalte deine eigene Taschenlampe ein, indem du die täglichen Geschenke, womit dein Herr dich beschenkt hat, bewusst wahrnimmst und ihm subhanahu wa ta'ala dafür dankst. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir zukommen lassen hat, hat er nicht jedem gewährt. Denke an deine Geschwister in den anderen Ländern, die hungern und vor lauter Durst sterben müssen. Für uns sind diese Umstände unvorstellbar. Wir kennen diese Bilder nur aus dem Bildschirm. Wenn wir von einem tragischen Ereignis hören, bei dem junge Menschen ihr Leben verloren haben, erkennen wir, dass dieser Moment unserer sein könnte. Wir wissen nicht, wann unser Leben zu Ende geht. Lass uns diesen Moment schätzen und ihn so leben, dass wir uns bewusst machen, mit welchen Gaben Allah subhanahu wa ta'ala uns gesegnet hat und nicht anfangen, direkt zu klagen. Wenn wir nicht so denken sollten, werden wir in jeder Prüfung nur Dunkelheit sehen. Und das Resultat ist Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Kummer und Sorgen. Und Allah hat euch aus dem Mutterleib eurer Mütter hervorgebracht, ohne dass ihr etwas wusstet. Und er gab euch Ohren und Sehvermögen und Herzen, damit ihr dankbar seid.